Wow, 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 wow! Leute, ja, das wird, ich glaube, wir machen. Ach so, haha! Ja, geil, ich kann gar nicht angreifen. Geil! Ich kann überhaupt nichts machen. Ah, ja, das ist doch. Wow! Okay, wow, wow, wow. So, okay. Ich hab Zielzwang. Fuck you. Wow, was ist denn hier los? Raserei, na toll. Hallo! Ah, Mann! Wow! Oh, okay, also ich kann ihn wohl gar nicht besiegen. Ist der eklig, der Goldene.
要塞が崩落しただと。それでメリアは、シュルク殿は。それが遠方からの観測ですので、彼らの安否までは。シュルクたちなら心配いらねえよ。しかし、連中の行き先、ちっとばかし心当たりがあるんだよ。それよか、攻め込むなら今だぜ。奴らの要塞は完全に沈黙したわけじゃねえからな。それともこのまま座して死を待つか。先読みの儀式はいかがされますか。すまない、予言官殿、私は行わない。自らの運命くらいは自らの手で掴みたいからな。見るまでもなかろう。放っておいても鬼神界の軍勢は来る、必ずな。いい目してるぜ、アンちゃん。さて、戦だぜ。わお。Okay. Was ist jetzt mit Schalk und Fiora passiert? Okay, wir haben auf jeden Fall wieder ein Kapitel abgeschlossen. Das ist sehr schön. Okay, Leute, wie immer kurzes Resümee. Ich musste jetzt gerade, als Egil geflohen ist und diese komischen Sätze gesagt hat, musste ich automatisch an die Sätze von Sansa denken, wo er zu Fiora gemeint hat, dass sie außerhalb der Harmonie existiert. Und so eben kam das da wieder raus. Also ich denke, Fiora hat bestimmt noch eine größere Bedeutung. Und die wahre Fiora war in dem Körper wohl immer noch versteckt. Das haben wir eben gesehen. Die hat ja sich quasi den Zwang durchbrochen. Ja, und Schalk ist jetzt natürlich und hat alles zur Explosion gebracht. Und Schalk ist jetzt mit ihr in den Abgrund gesprungen. Mal gucken, was jetzt alles noch so passiert. Sehr viel Action, sehr viel Story. Kono yume. Hisashiburi da na. Koko no Galacta o tori ni kite.そして沈むんだ、土の中に。今のは何か夢を見たような。フィオルンは？あれは？Wow, okay, wo sind wir? Trümmerstrand. Okay, schauen wir mal auf die Karte. Aha, untere Ebene. Wow, gibt's hier viele Harmoniegespräche? What the hell? Okay. So.息はある。
Fjord. Fjord! Fjord! Dokokani, Mizua. Okay, so, erkunde den Strand und bringe Fiore etwas Wasser. Okay, ich glaube, es ist unnötig, dass jetzt wir eine sehr freie Übersetzung hatten, denn jeder Kunde hat gehört, dass er nur ihren Namen gesagt hat und wir haben... bitte wach auf. Gut, du hast klares Wasser gefunden. Wow, war das eine schwere Mission. Wo hat er denn jetzt die her? Okay, vielleicht sollte ich jetzt den Part ab 18 Jahren machen. Muhahaha. Fjord. Ist das episch romantisch? Erfahren wir jetzt, was passiert ist? Das wäre ja cool. So, längere Ladeszene. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit euch... の君って。じゃあ、今まであの騎士兵を操っていたのは。うん。知らない誰かさ。でもね、ずっと私も見たり聞いたりしてたんだよ。この体を通して。だけど、自分で思ったように体を動かしたり、喋ったりすることはできなかった。そうか。だから僕たちのことを知らないみたいに。 心では必死に呼びかけてたんだけどね。伝わらないよね、そんなの。そんなことないよ。信じていたからさ。いいのよ、無理しなくても。逆だったら私だってわかんないもん。だけど、君の中に入ってたのって、一体誰なの？ わからない。人と話してる声は聞こえたけど、考えていることはわからないし。でも、何かやらなきゃならないことがあって、必死に頑張ってた。それだけは伝わってきたんだ。
今はどうなってるの？眠ってるのか。そうでなかったら、さっきまでの私みたいに話すこともできず困っているのかも。困って当然だよな、そんなやつ。フィオルンの体を乗っ取って好き勝手なことしてたなんて。うん、そうだけど。このまま消えてくれればいいけど。ねえシルク、あんまりその人のこと責めないであげて。どうして？あの人は私の体を使って何かをしようとしていた。きっと大切なこと。なんだかわからないけど、私力を貸してあげたいの。なんでそんなこと？自分の体を使われてたと言ってもそんなに嫌じゃなかったんだよね。あの人すごく優しくて、私の体に気を使ってくれてるの伝わってきたから。そうなんだ。うん、それにあの人は一生懸命にシルクを守ろうとしてくれたから。そうか、あの時。あの人は私がしたかったことを代わりにやってくれたの。だから私もできることなら手助けしたい。そっか、その人がしたかったこと何なのか分かるといいね。うん、ありがとうシルク。おかえりフィオルン。ただいま。どうするの、これから。みんなを探さなくちゃ。きっと生きてる、そんな気がするんだ。フィオルンが帰ってきたのを知ったらみんなびっくりするよ。みんな、ラインもダンバンさんも、それに新しく知り合った仲間もいるんだ。カルナ、リキ、メリア、いい人たちばかりだよ。シルクもいろいろあったんだね。うん、でもこれからはずっと一緒だ。さあ出発しよう。Okay, Leute, steckt, finde deine Freunde. Okay, Leute, steckt eure Taschentücher weg. Wir haben jetzt wieder Fiora im Team. Die Level 56 ist logischerweise unser Level. Auf, jetzt ist der Part, auf den ich mich schon seit Part 16 freue. Fiora ist wieder da. Oh mein Gott, und ich muss gleich mal hell machen, weil sonst ist es viel zu dunkel. Ich bin gerade mega aus dem Häuschen. Oh, geil. Okay. Das erste, was wir machen natürlich, wir schauen uns mal die gute Fiora an. Frohsinn. Kann ich die ausrüsten? Ah, Äther. Mackernschwerter. Wow, okay. Schwächenresistenz, maximaler Angriff 4. Äther 4. Äther 4. Okay, gucken wir mal. Können wir dich ausrüsten? Nee. Okay, was haben wir hier? Vielleicht... Haha, sie kann im Moment noch nichts anderes tragen. Das habe ich schon fast befürchtet. Okay, ja, das habe ich schon fast befürchtet. Wir gucken mal trotzdem mal ihre Techniken an. Was diese gute Frau jetzt alles kann. What the hell? Warum? Ach komm. Drohnenkanone. Die Drohnen formen eine Kanone und feuern einen Strahl ab. Doppelklinge. Angriff von hinten fügt großen Schaden zu. Hahaha, mal drei. Heilungsenergie, Aura, die Schwächung enthält und Regeneration bewährt. Oh, cool. Sperrklinge, fügt umgeworfenen Fahrscheiden großen... ja, ja, Muni hat Scheide gesagt. Fügt umgeworfenen Feinden großen Schaden zu. Okay, Kreuzschlag, der Feinde ohnmächtig macht. Anti-Schwerkraft, erzeugt ein spezielles Kraftfeld. Aura, die Feinde ins Visier nimmt und sie herausfordert. Ätherraub. Erzeugt, dass Ätherkraft absorbiert. Okay, Doppelwind. Schlag mit beiden Klingen fügt Feinden vor Fiora Schaden zu. Okay.
Computervirus. Mit Ätherwelle meckern werden ohnmächtig. Oh geil. Herunterfall. Angriff der einen Feind. Einschläfer. Das ist süß. Luftklaue. Gesprungener Doppelangriff, der einen Feind schwanken lässt. Oh geil. Die hat lustige Sachen. Schutzaura, die den Schwerpunkt von Angriff zur Abwehr verschiebt. Okay. Zweiter Gang. Stärkt die Muskelkraft und erhöht den Schaden physischer Techniken. Oh shit, ist die funny. Okay, Leute, aber ich würde sagen, ich mache hier mal jetzt einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich würde sagen, das wird dann Folge 100. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.